wechselt irgendwie so alles. Schaut nach den Kommentaren, die mehr Basisspieler bei Raid zum PvP. Das ist jetzt ein Gerücht. Müsse alles wurde beim Großkopf angeboten. Es war alles 2020-2021 überragend geknipst. Passer wollte ihn ja nicht mehr haben und Deko hat zugeschlagen. Und er hat wirklich auch seine Formkurve wieder nach oben gebracht. Aber seit der letzten Saison läuft es nicht mehr ganz so prickelnd. Und ja, ich glaube, Atelier will ihn abgeben. Er ist auch schon über 30. Und deswegen könnte es zu einem nächsten Move kommen. Das wäre vielleicht eine gute Lösung. Zudem wäre er nicht mehr so teuer, vielleicht 10, 20, 30 Millionen. Ich glaube, einmal ist es ein gutes Move. Ich finde es schon.